Artikelnummer SCP-077. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-077 ist auf einem 0,5 Meter hohen Stahlsockel in einem 3x3x3 Meter großen Raum mit 0,5 Meter dicken, stahlverstärkten Wänden in Forschungssektor 861 zu verwahren. Die verstärkte Stahlluke zur Kammer muss den in Protokoll AH-37 festgeschriebenen Spezifikationen entsprechen und ist jederzeit durch zwei Level-1-Mitarbeiter zu bewachen. Ein an ein Spracherkennungssystem angeschlossenes Galgenmikrofon muss überprüfen, ob alle Vokalisationen innerhalb der Erwartungen liegen. Eine Videokamera ist im Raum anzubringen, um alle Veränderungen aufzuzeichnen. Alle 8 Stunden müssen mindestens 2, vorzugsweise jedoch 3, geschulte D-Klasse-Mitarbeiter die Verwahrung betreten und mit lauter, klarer Stimme die auf SCP-077 eingeätzten Runen unisono vorlesen. Das Vorlesen muss von Personen durchgeführt werden, die die volle Bedeutung der gelesenen Runen verstehen, die in der Lage sind, die gesamte Inschrift richtig auszusprechen und die sich dabei nicht mehr als 30 cm von SCP-077 entfernt aufhalten. Das gesamte Personal muss eine von Foundation-Linguisten gehaltene, einwöchige Schulung für Aussprache, Lesen und Dialektcoaching absolvieren. Mindestens 20 D-Klasse-Mitarbeiter müssen zu jeder Zeit geschult sein oder sich in einer Schulung befinden. Geschultes D-Klasse-Personal ist von der monatlichen Terminierung ausgeschlossen, bis es ersetzt wurde. Linguisten der Foundation müssen im Falle eines unerwarteten Runenwechsels auf Abruf bereitstehen. Jeder neue Satz Runen ist ins phonetische Englisch zu transkribieren und so schnell wie möglich mit wörtlichen und idiomatischen Übersetzungen zu versehen. Siehe Dokument 077- bis für archivierte Übersetzungen. Die Speisekarte der Kantine von Forschungssektor 861 darf keine Kartoffeln oder Zutaten auf Kartoffelbasis enthalten. Beschreibung: Bei SCP-077 scheint es sich um die obere Hälfte eines menschlichen Schädels zu handeln, in den Runen eingraviert sind, welche jeweils mit einem nicht identifizierten schwarzen Harz gefüllt sind. Die Runen wechseln jeden Mondmonat, definiert als die Zeit zwischen den zwei Aufgängen eines Vollmondes über dem Horizont Irlands, sowie zur Winter- und Sommersonnenwende, zur Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche und wann immer eine partielle, ringförmige oder totale Sonnen- oder Mondfinsternis von Irland aus sichtbar ist. Wenn diese Gravuren nicht mindestens einmal innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden laut vorgelesen werden, sondern die Augenhöhlen und die Nasenhöhle von SCP-077, SCP-077-1 ab. Bei SCP-077-1 handelt es sich um einen lumineszierenden grünen Dampf, dessen genaue Beschaffenheit unklar ist. Es ist zu bemerken, dass SCP-077-1 sich zwar an sich wie ein normales Gas verhält, aber nur Volumina einnimmt, welche in der Sichtlinie von SCP-077 liegen und nur hinter das Objekt fließt, falls es eingeschlossen ist. Undurchsichtige und undurchlässige Barrieren ohne biologische Anteile sind in der Lage, vorübergehend Schutz vor SCP-077-1 zu bieten. Versuche, SCP-077 dauerhaft in undurchsichtige Behälter einzuschließen, sind jedoch gescheitert, da das Artefakt ausreichende Mengen von SCP-077-1 produziert hat, um diese Behälter explosionsartig auseinanderzureißen. Sämtliches biologisches Material, mit der offensichtlichen Ausnahme von SCP-077 selbst, das mit SCP-077-1 in Kontakt kommt, wird sofort in einen zähflüssigen, übelriechenden Schleim transformiert. Dieser Schleim konnte als verfaulte Kartoffelknollen, Solanum tuberosum, identifiziert werden, die stark von Kartoffelfäule, Phytophthora infestans, befallen sind. Ein Kubikzentimeter von SCP-077-1 ist in der Lage, mehr als 800 Gramm biologisches Material umzuwandeln. Das Lesen der Gravuren auf SCP-077 hat spürbare, wenn auch vorübergehende Auswirkungen auf die Gesundheit der Vorlesenden. Zu diesen Auswirkungen gehören Übelkeit, Krämpfe, Kopfschmerzen, Schwindel, Inkontinenz, Fieber, Hautausschläge, Nasenbluten und das krankhafte Bedürfnis, umherzuwandern.
Die Auswirkungen verstärken sich mit zunehmender Zeit zwischen den Lesungen und können bei Personen, die zu oft hintereinander und oder zu häufig die Runen lesen, kumulieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Vorleser eine Kartoffelallergie entwickeln, liegt bei 60%. Anhang 077-01. Das Artefakt wurde im irischen Dorf redigiert aus dem Besitz von geborgen. Die Einheimischen hatten um das Artefakt herum einen Schrein gebaut, in dem sich bis zu redigiert Teilnehmer an nächtlichen Ritualen beteiligten. Fragmentarische historische Dokumente, die aus den Überresten der Dorfkirche, siehe Archiv 077-1576, und der Bibliothek, siehe Archiv 077-1582, geborgen wurden, deuten darauf hin, dass das Artefakt bereits 1848 existiert haben muss. Es wurde sehr positiv beschrieben und als Beschützer und redigiert bezeichnet. 1869 bereits zeigen Verweise auf das Artefakt Anzeichen von Angst und nachträglichen euphemistischen Verbesserungen.